Aus heutiger Sicht und so wie sich die beiden Vertreter hier von Grünen und SPD verhalten, kann man das offenkundig nicht ausschließen. Wir hören ja schon den ganzen Abend und auch übrigens ja schon in den letzten Tagen, es war ja irgendwie absehbar, dass die Union vorne liegt, wie das so vorbereitet wird, rhetorisch, wie die Geschichten bis zur CSU 50er Jahre jetzt bemüht werden, um das irgendwie zu rechtfertigen. Aber wenn doch in einer Stadt, und das hat ja vorhin eine Umfrage gezeigt, nur wirklich das Vertrauen weg ist, auch in diese linke Regierungskoalition, die jetzt über die letzten 20 Jahre fast, bis auf eine kurze Ausnahme, die ganze Zeit durchregiert hat, dann doch hier in Berlin, wenn eine Stadt es wirklich verdient hat, dann doch diese unsere Hauptstadt, dass aus diesem Wahlergebnis jetzt auch was gelernt wird und dass eine andere Politik gemacht wird. Und wie soll ein Senat, der einfach so weitermacht, als wäre nichts gewesen, denn eine andere Politik in dieser Stadt machen und die richtigen Schwerpunkte setzen, die die Menschen beschäftigen. Und das sind ganz normal die Themen übrigens in der großen Stadt wie auf dem Land, die beschäftigen. Habe ich einen sicheren Job? Gibt es gute Arbeitsplätze? Haben meine Kinder eine gute Schule, eine gute Kita in der Nähe? Wie ist es eigentlich mit dem Verkehr? Komme ich von A nach B ohne größere Probleme? Wie ist das mit der inneren Sicherheit? Wer morgens um 6 montags vom Berghain nach Hause fährt, der will doch am Ende auch sicher in dieser U-Bahn sitzen. Fahren vielleicht, Sie montags um 6 aus dem Berghain nach Hause, Herr Spahn? Ich kenne das Beispiel. Aus dem Alter bin ich raus, aber vielleicht haben sogar da einige zum ersten Mal in ihrem Leben CDU gewählt, weil sie gesagt haben, bei diesem Thema, ich will sicher durch diese Stadt gehen, geht hier echt was schief. Die Ergebnisse müssen jetzt tatsächlich, wie gesagt, genau analysiert werden. Es ist ja noch immer unklar, wie die Platzierungen sind. Und dann muss die Berliner SPD sich gemeinsam auch hinsetzen und natürlich auch in Gesprächen mit möglichen Partnern zu dem Ergebnis kommen, wie es weitergehen kann. Da mache ich jetzt heute Abend keine Vorgaben. Es wäre nicht anständig, so weiterzumachen wie bisher. Die Wahlwiederholung hat sehr klar gemacht, dass die Leute unzufrieden sind. Das war ja mit so etwas wie ein Symbol in der Stadt für eine nicht funktionierende Stadt, der Verwaltung. Und das gibt viele Witze, die man hört über den Flughafen. Das war dann jahrelang das Thema, jetzt ist es das. Und irgendwann mal haben es die Leute in Berlin, glaube ich, satt und wollen einfach mal gescheit regiert werden. Aber das haben, glaube ich, spätestens heute Abend alle verstanden. Franziska Giffey hat es gerade gesagt. Warum hat man so das nicht vorher verstanden? Ich meine, man macht ja den Job jetzt 13 Monate. Es sind Leute angetreten, um das zu verändern. Und es ist so manches wirklich verfilzt. Manches in der Verwaltung funktioniert nicht. Und in 13 Monaten hat das diese Koalition nicht geschafft, komplett aufzubrechen. Das stimmt. Dafür hätte es mehr Zeit gebraucht. Aber es braucht auch jetzt eine ganz andere Dynamik, unabhängig davon, wer regiert, um da ranzukommen. Ich behaupte, keine Konstellation hat es in 13 Monaten geschafft. Und Sie sagen, die Krisenpolitik der zurückliegenden Monate hat verdeckt, dass die Gemeinsamkeiten dieser Ampel nicht groß sind oder jetzt dann aufgebraucht sind? Also meine These wäre tatsächlich, dass wir vergleichsweise gut wirtschaftspolitisch, energiepolitisch von Grün und Gelb in den relevanten Ressorts durchgesteuert würden. Durch diesen Winter muss man mal anerkennend, lobend sagen. Jetzt kommen aber die tatsächlichen Konflikte, die schon immer da waren, die ideologischen Gräben, die bei den beiden vor allem darin immer wieder aufbrechen, wie kommt Wohlstand in diesem Land zukünftig und wo kommt er her und was müssen wir dafür heute tun? Man könnte jetzt argumentieren und sagen, diese ersten 15 Monate, das ist meistens so eine Zeit, wo Regierungen insgesamt nicht besonders gut abschneiden. Jetzt haben wir diesen ungewöhnlichen Fall, dass eben ausgerechnet nach diesen 15 Monaten diese Wiederholungswahl ist. Das ist für die Regierenden in Berlin jetzt ein richtig blöder Zeitpunkt gewesen, weil da ist meistens der Frust besonders groß. Das haben fast alle Regierungen. Das ist eine schwache Entschuldigung. Aber letztendlich, es kommt darauf an, wie erfolgreich ist Herr Wegner in seinen Gesprächen. Er kann jetzt nicht per se sagen, ich habe das Grundrecht darauf, genauso wenig wie die anderen drei jetzigen Koalitionspartner sagen können, aber wir machen jetzt einfach so weiter. Und ich meine, da haben wir dann noch die persönliche Schiene, dass offensichtlich zwei gar nicht so gut miteinander können, wie man es vielleicht von der Farbenlehre her glauben würde. Das gab es nicht nur in Berlin oder Köln, das gab es auch bei uns in Frankfurt. Und wenn man sich das anschaut, ehrlich gesagt, wenn man die Vornamen alle tatsächlich rausgefunden hätte und alle veröffentlicht hätte, dann wäre es ungefähr, jetzt mal über den Daumen gepeilt, ungefähr der Schnitt gewesen der Zusammensetzung unserer Stadt. Also das ist alles, man kann das auf die Zuwanderungs- oder Einwanderungsgeschichte ziehen, aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, da gibt es ein Problem. Und dieses Problem kriegen wir nicht in den Griff, wenn wir nur auf eine Schiene fahren, sondern wir müssen natürlich schauen, wo wir in den Schulen
besser werden können, wo wir natürlich bei der Frage von Angebote für die Jugendliche besser werden können und wie wir eine gesamtgesellschaftliche Ansprache finden, bei der es keine Räume gibt, bei denen es irgendwie lustig sein soll, dass man den Rechtsstaat verhöhnt und sich verabredet, damit man Raketen auf Polizistinnen und Polizisten schießt. Das ist nicht akzeptabel für niemanden. Ich finde, demokratische Legitimation ist ja das eine, aber es gibt auch sowas wie demokratische Hygiene. Und es ist eben ein anderer Mythos. Ja, demokratische Hygiene ist, dass man zumindest mal anerkennt, dass vielleicht auch die Politik, für die man stand, für die man übrigens Wahlkampf gemacht hat und, für die man, und mit der man im Senat auch agiert hat, dass die vielleicht abgewählt wurde. Also die Politik. Und ich habe von keinem minus 0,5%. Ja, aber ich bin aber bei SPD, Grünen und Links, die jetzt nun alle verloren haben. Sie haben alle verloren und sie haben regiert. Also wenn die jetzt super zufrieden gewesen wären, hättet ihr ja einen wunderbaren Bestätigungsauftrag bekommen. Und nun ist Kai Wegner auch kein kleiner Obama von Berlin. Also das charismatische Leadership von ihm war jetzt auch nicht vorhanden. Insofern wäre er vielleicht sogar das noch weiter nach oben gehen. Was ich nur sagen will, eine Stadt, in der jeder dritte Grundschulschüler keine grundsätzlichen Standards in Deutsch und Mathematik kann, wo Zehntausende Lehrer fehlen, wo Zehntausende Erzieher fehlen, wo wirklich richtig ernsthafte Probleme für die Zukunft und den Wohlstand dieses Landes existieren. Da kann mir doch keiner sagen, da kann man einfach weiter regieren und es sei nur die Wahlwiederholung und dieses blöde Chaos mit der Wahlwiederholung. Das haben Sie eben auch wieder gesagt, das wird jetzt immer wieder erzählt. Frau Giffey hat es auch gesagt, die Wahlwiederholung, da sind wir natürlich jetzt schlecht bei rumgekommen. In Wahrheit ist diese Berliner Stadt unterregiert. Dramatisch. Bei relevanten, auch innere Sicherheitsfragen. Nur 45% Aufklärungsquote bei Kriminalfällen. Das ist irre. Da ist selbst Bayern 20% drüber, die großen Feinde der Berliner Politik. Die Bayern, die haben aber recht. Also man lebt gerne offenbar woanders als in Berlin. Und das muss man der SPD natürlich, Frau Esken, tut mir leid, nach 20 Jahren. Irgendwann muss man auch mal Verantwortung da sein für das, wofür man steht. Und da kann keiner mehr erzählen, wir machen ein bisschen anders und wir überlegen mal, wie wir zusammenkommen. Aber wenn wir rechnerisch zusammenkommen, kommen wir zusammen. Also ich verstehe da, dass die CDU sagt, das ist nicht nur ein de facto Regierungsauftrag, das ist tatsächlich auch ein inhaltlicher. Und da muss man sich auch mal überlegen, ob man mit einer anderen Demut, mit einer anderen Bescheidenheit in so einen Abend geht. Und die Äußerungen von Franziska Giffey und Co. waren wirklich alle so, ja, Wahlwiederholung, das Chaos, das hat uns nicht gut getan. Aber da steckt schon mehr dahinter, würde ich sagen. Grundsätzlich mit Blick auf Energiepolitik, Absolut. Mit Blick auf Krisenbewältigung, Krieg, würde ich dem durchaus dem Positiven zustimmen. Das Problem ist, die Leute sind trotzdem so massiv unzufrieden. Ja. Und diese Unzufriedenheit bezieht sich im Grunde auf diese großen Infrastrukturprojekte, die bezieht sich aber auch auf dieses Thema Digitalisierung, bezieht sich auf das Thema Verwaltung. Und das ist blöderweise, das sind ja Themen, die man nicht, die haben sich nicht in ein paar Monaten ergeben und die wird man nicht in ein paar Monaten lösen. Und die ganz große Schwierigkeit ist, dass nicht alles die Aufgabe der Bundesregierung ist, sondern dass es in unserem Mehrebenensystem, im Föderalismus von so verschiedenen Ebenen abhängt. Aber da ist so eine eklatant große Unzufriedenheit und die ist auch bei politischen Verantwortungsträgern auf Landesebene und auch zum Teil derselben Couleur und auch auf der kommunalen Ebene. Jetzt haben wir noch die Migrationsthemen, wo man im Grunde, wo die Leute das Gefühl haben, da hat sich schon seit langem etwas aufgebaut, niemand hat davon gesprochen. Wenn es der Landkreistag nicht ins Gespräch gebracht hätte, hätte man immer noch nicht darüber gesprochen. Also insofern die Punkte, die Sie als positiv erwähnen, teile ich auch. Ich finde es bemerkenswert, dass wir viele Krisen oder die Regierung hingebracht hat. Und nichtsdestotrotz gibt es so vieles andere. Und das berührt den Alltag vermutlich sogar inzwischen deutlich mehr als das Thema Energie oder als das Thema Krieg.